Christian Fischer, gerade mit dem SV Schlebusch das Spitzenspiel beim FC Pesch verloren. Wie haben Sie die Begegnung gesehen? Ja, also man muss insgesamt hinten raus sagen, dass wir verdient heute verloren haben. Dass man einfach sagen muss, dass die Pescher nach ihrem Abstieg auch wieder hoch wollen, auch hoch verdient da oben stehen. Und mit dem Spiel heute oder mit dem Ergebnis von Ende nicht, ist es tatsächlich so, dass sie jetzt da ein Polster haben, auch zu Recht da oben stehen. Wir konzentrieren uns jetzt schon wieder auf Fortuna nächste Woche, wollen da den nächsten Dreier zu Hause holen, damit wir da auch auf 3 oder vielleicht auch auf 2 überwintern. Das ist unser Ziel. Wie gesagt, also heute muss man dann auch Mund abputzen und da waren die Pescher einfach besser und haben verdient gewonnen, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, glauben Sie denn vielleicht, dass Sie und ja, der zweite Ende nicht in der Rückrunde noch eingreifen können, sodass es ein Dreikampf wird letztendlich? Ja, also was wir uns nicht vorwerfen lassen dürfen zum Ende der Saison ist, dass wenn die Pescher vielleicht doch stolpern, dass wir dann nicht da sind. Aber wir gucken da nur auf uns, gucken, dass wir die Spiele gut gestalten, viele Punkte sammeln und dann schauen, für was es am Ende reicht. Ob es dann im Rückspiel nochmal um was geht, wird sich zeigen. Wir schauen da auf uns und schauen dann, wie gesagt, was am Ende rauskommt. Also das ist im Moment bei der Punkteanzahl, gucken wir da nur, dass wir auf 3 bleiben, beziehungsweise noch auf 2 springen können bis zum Winter. Genau. Okay, abschließend noch, jetzt haben Sie letzte Woche ja das Pokalspiel schon gegen Aachen trotz wirklich ordentlicher Leistung, beachtlicher Leistung verloren. Heute das Spitzenspiel. Glauben Sie, dass ja, diese beiden jüngsten Niederlagen Ihre Mannschaft irgendwie zurückwerfen wird? Nein, also definitiv nicht. Dafür sind die Jungs vom Kopf her einfach zu stark. Wir können das realistisch einschätzen. Die Aachener aus der Regionalliga, es war zwar sehr ärgerlich, weil definitiv ein bisschen Tick mehr drin gewesen wäre, wenn wir da deutlich verloren hätten, wäre es was anderes gewesen, aber wir waren fast auf Augenhöhe. Das war vollkommen in Ordnung, heute auch. Die Jungs haben alles rausgeknallt. Nicht jeder hatte heute seinen besten Tag und da muss man einfach auch eingestehen, dass da ein kleiner Qualitätsunterschied da ist. Aber davon werden wir uns nicht beeindrucken lassen und werden mit breiter Brust auch nächste Woche gegen Fortuna auflaufen und wollen auch da den nächsten Dreier einfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.